Bam! Ist erledigt. Schade, nicht Bam. Hallo! Was war das? Yo Leute, was geht bei euch? Bei mir geht's weiter mit dem Leveln in Call of Duty Cold War. Oh, mir liegt immer noch Modern Warfare auf der Zunge. Ja, dann wollen wir mal ein paar Ärsche rasieren. Viel Spaß wünscht euch jetzt schon der Senseless Survivor. Irgendwas wollte ich euch doch noch erzählen. Ah ja, wie konnte ich das vergessen? War gerade beim Zahnarzt. Ui. Also. Ey, nice. So fängt's gut an. So gefällt mir das. So kann's weitergehen. Achso, ja, war gerade beim Zahnarzt, weil mir... Nein! Weil mir eine Plombe aus dem Zahn gefallen ist und ich die wieder einrenken lassen musste, wollte. Ja, musste ich mit dem Auto in die Stadt fahren und... Da ist er. Yep. Knarre leer. Sehr schön. Musste ich mit dem Auto in die Stadt fahren und hab dann auch das Autoradio angehabt und ich muss sagen, also nein! Oh, Glück gehabt. Ja, blutrünstig und tot. Ja, das Schlimmste, was es gibt, ist Radiowerbung. Alter, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ohne Scheiß. Das geht überhaupt nicht. Meine Werbung, vor allen Dingen deutsche Werbung, ist schon zum Kotzen. Im Fernsehen. Aber... Alter, mein Gott, ist ey. Aber wenn du es noch im Radio hörst, diesen Scheiß, dann fällst du echt vom Glauben ab, Alter. Ich sag's euch. Immer so geschwollene Scheißsprache, Alter. Wo ist... Ja, okay. Die Deutschen haben ja eh meistens einen Stock im Arsch. Ich wollte gerade sagen, wo ist die gewohnte Lässigkeit hin? Aber die gab's noch nie wahrscheinlich. Der ist hinüber. Ey, der alte Moody, Junge. Also, der alte Senseless Survivor. Hier heiße ich ja... Es ist halt noch ein Relikt aus alten Zeiten, dass ich bei meinen Blizzard-Spielen halt immer noch... Sehr schön. Immer noch Hank Moody heiße. Das kommt von Californication, von der Serie. Mit... David Duchovny. Von... Akte X, genau, Akte X. Der spielt dort einen Schriftsteller und ist ein recht lockerer Typ, wenn man es mal so sagen will, für alle, die die Serie nicht kennen. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen, absolut genial. Also, voll lässig. Die Lässigkeit lässt zwar dann irgendwann mal ein bisschen nach zum Ende der Serie. Okay. Hallo, er ist doch schon tot. Aber sonst so ist es eine absolut geile Serie. Und der Typ dort, also er hieß dort Hank Moody. Und war voll cool. Und weil ich auch voll cool bin, dachte ich mir, ey, passt. Nein. Ich sollte vielleicht mich mehr aufs Spiel konzentrieren und vielleicht etwas weniger quatschen. Dann würde das hier vielleicht auch mal funktionieren und mich nicht jede beschissene Granate wegholen. Ey! Alter, ich hab sie nicht gesehen! Yep. Wie er sich schön... Ich hab mich selbst betäubt, Alter. Nein, schon wieder eine Granate. Aber sieht doch bombastisch für uns aus, Alter. Die haben keine Chance.
Der geht weg, wie warme Semmeln. Hey, Level 16, nice. Oh, ich glaube, ob die Kiste auf der anderen Kiste landet. Nö. Oh, geil. Was ist das? Kriegsmaschine, hört sich jedenfalls geil an. Was kann es, mein Schatz? Was kann es? Aha. Da hau ich hier mal so ein paar Dinger rein, Junge. Hallo, den hat's zerrissen. Nice, so will ich das sehen. Profisystem zerstört. So ein Scheiß. Yes. Yes. Nein, Granate weg. Feindliche Vorräte unterwegs. Ah, wollte ihn gerade messern. Schade, Kumpel. Sorry. Konnte ja keiner wissen. Er hat auch ein Messer in der Hand. Alter, sind sie ja alle Messerstecher geworden. Komm mit dem Messer zur Schießerei. Alter, hier bin ich. Gute Arbeit. Taschenschlampe. Dreierquote. Alter, nice. Stellung umkämpft. Ey, endlich mal was mit einer Granate getroffen. Stellung umkämpft. Schön in die Fresse geschossen. Scheiße, scheiße. Stellung wird umkämpft. So, so sieht's aus, Leute. Unsere Stellung. Nein! Stellung identifiziert. Den hat's zerrissen. Granate geworfen. Level 26 und einen puren Stim in den Arsch. Ich muss mehr auf mein Leben achten. Den habe ich aber schön in den Schädel geschossen. Oh, den hat es zerrissen. Vor meinen Augen. Das war die Rache für meinen Kumpel, du Arsch. Mit dem war ich in Vietnam. Du hast ihn eiskalt erschossen. Wir sind Veteranen, Junge. Oi, Deckung. Wir geben Vollgas, die Jungs, was? Granate geworfen. Den hat's zerlegt. Von wo? Stellung wird umkämpft. Er hockt immer noch in seiner Ecke. Was macht er? Kackt er oder was? Nein! Ach, shit! Ja, das ist klar. Wenn man schießt wie behindert. Habe ich dich doch gehört? Ziel eliminiert. Wie du mit deinem fetten Elefantenfüßen durch den Container gerannt bist. Stellung wird umkehrt. Schon wieder, Alter. Stampf doch mal nicht so. So sorry. Stellung wurde gesichert. Es tut mir leid, Kumpel. Das nächste Mal heftig sie dir an den Arsch. Irgendwo hat es einer geplatzt. Ey, Glück gehabt, Glück gehabt. Endlich mal. Zwei hintereinander abgeschossen, ohne drauf zu gehen. Und schon wieder einer angehuft. Oh Mann! Hä? Ja, ganz toll geworfen. Vom feinsten Senseless, Alter. Stimme in den Arsch. Weg, weg, nein! So. Ey, was macht der denn hier, Alter? Schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Oh, Vorsicht! Puh, nicht, dass ich hier meine Lieferung auf den Schädel kriege. Uiuiui, das war knapp. So, mal gucken, was wir draus machen können. Nur einen, Alter.
Ja, Junge. Endlich habe ich mal die Brücke erobert. Unsere Brücke, ihr Schimmelpilze. Bam! Ist erledigt. Schade, nicht bam. Hallo! Was war das? Puh. Aus nächster Nähe, Junge. Sieg! Oh. 31 Kills. Mr. Plowcher. Ey, Mr. Plowcher war ja nicht von uns. Level 23. Ah ja, okay. Aber was sagt die Quote? Die Quote. Schnell, weg, weg. Eine Zweierquote, ja. Gediegen.